Herzlich willkommen zu meinem Video OneDrive Backup Daten aus der Microsoft 365 Cloud sichern. Du weißt ja, OneDrive ist der Cloud-Speicher, auf dem du dann Daten von deinem PC, Laptop, wie auch immer dann in die sogenannte Cloud laden kannst. Das ist dann ein Server, der im Internet ist, der von Microsoft gepflegt wird. Und da kann es eben Fälle geben, wo es sinnvoll ist, den gesamten Daten, Dateien, Orten und so weiter dann herunterzuladen, um sie eben dann zu sichern oder sie vielleicht dann anders mal dann wieder in einen anderen Bereich, in einer anderen Cloud vielleicht darauf zu laden. Am besten funktioniert das Ganze mit dem Microsoft Edge Browser. Ich arbeite ja an und für sich gerne mit dem Google Chrome oder mit dem Firefox, Mozilla Firefox. Aber eben zusammen mit Microsoft-Produkten bin ich drauf gekommen, dass der Microsoft Edge Browser halt am besten funktioniert. Manchmal kommt es zu, werden nicht alle Dateien angezeigt, wenn ich in Google Chrome zum Beispiel arbeite oder auch mit Firefox. Da hilft dann häufig nur noch Steuerungstaste F5, also das Neuladen. Und um einfach auch nochmal sicher zu gehen, will ich jetzt einmal hier den Microsoft Edge Browser verwenden. Das ist das Symbol für diesen Microsoft Edge Browser. Falls du das bei dir dann, wenn du Microsoft Edge bei dir eingibst, bei dir im Startmenü, ich mache das hier mal, dann sollte das hier so ausschauen. Wird bei dir wahrscheinlich jetzt eh schon langsam installiert in dieser neue Browser, wenn nicht, kannst du es dann hier unter dieser Adresse ihn dann herunterladen. Also all meine Tipps, die ich dir zeige, müssten theoretisch mit dem Google Chrome auch funktionieren, mit dem Firefox, aber wenn du auch nur mal sicher gehen willst, dann verwendest du halt einmal den Microsoft Edge Browser. Ich habe mich hier eingeloggt bei office.com oder onedrive.com, ist ganz egal. Ich gehe dann hier jetzt auf OneDrive und öffne bei mir jetzt mein OneDrive. Da habe ich eine Übersicht über meine Dateien. Und da möchte ich noch sicher gehen und mir überlegen, wo ich dann hin auch meine Dateien speichern möchte. Ich habe da schon einen Ordner vorbereitet. Ich habe hier mir einen Ordner erzeugt, der heißt OneDrive Backup. Und ich würde dir mal empfehlen, wenn du das öfter machen würdest, dass du dir einen Unterordner anlegst, wo du nämlich hier dann festlegst, welchen Tag du zum Beispiel hast. Also ich habe jetzt hier das Jahr 2020. Monat ist Oktober, dementsprechend verwende ich jetzt dann 10 und gebe dann hier als Datum 25 ein. Das würde natürlich dann einen Sinn machen, wenn ich dann hier morgen noch einmal sichern würde, dann würde ich dementsprechend dann von der Datensicherheitsstrategie das so machen. Ja, und würde dann all meine Daten da hineinspeichern. Damit ich die Daten, die ich jetzt hier herunterladen möchte, auf dieser Seite hier beim OneDrive auch dann gleich im richtigen Ordner speichern kann, empfiehlt sich jetzt hier beim Edge einzustellen, dass er dich fragt, wohin du speichern möchtest. Wenn du nämlich jetzt einfach auf Herunterladen klickst, dann landet das Ganze normalerweise einfach im Downloads-Ordner. Ich gehe jetzt mal hier auf diese drei Punkte, gehe mal zum Punkt Einstellungen. Wie gesagt, ich bin hier im Microsoft Edge. Gehe hier dann, suche mir dann den Bereich aus mit Downloads und muss dann hier das Hackerl setzen oder muss hier dann praktisch einschalten bei jedem Download nach dem Speicherort fragen. Wenn du das nicht möchtest und einfach alles dann bei Downloads runterladen möchtest, nimmst du das weg. Ich möchte aber gefragt werden. Mache hier den Tab zu und bin jetzt hier. Wenn ich jetzt hier etwas sichern möchte, schaue ich mir kurz mal meine Daten an. Ich habe einige Ordner und sehe dann hier zum Beispiel zwei Ordner. Da sind zum Beispiel meine Teams-Chats drinnen. Wenn ich die dann auch sichern wollte, müsste ich sie hier zum Beispiel markieren. Ich möchte hier zum Beispiel diesen Ordner hier sichern und diesen Ordner. Und dann habe ich hier die Ordner schon markiert, die ich sichern möchte. Und dann klicke ich auf Herunterladen. Es braucht eine gewisse Zeit. Und dann werde ich hier unten dann gefragt, Speichern unter. Wenn ich nicht eingestellt habe, dass ich mir mein Ziel selber suchen kann, würde ich einfach jetzt hier anfangen, schon alles bei Downloads hereinzuspeichern. Ich klicke jetzt hier auf Speichern unter und stelle dann den Pfad hier mir zu diesem Ordner hier ein. Ich habe jetzt hier diesen Ordner gefunden, gehe jetzt hier hinein. Und du siehst, ich habe hier eine sogenannte ZIP-Datei. Ich klicke jetzt auf Speichern. Und er beginnt dann zum Herunterladen, je nachdem welche Geschwindigkeit mein Internet hat. In dem Fall hat er schon gesichert. Hat er mir jetzt eine ZIP-Datei heruntergeladen. Ich gehe jetzt da herein und sehe dann hier in meinem Windows Explorer, wenn ich es mir so eingestellt habe, einstellen kann ich das hier über Details, sehe ich, dass ich eine ZIP-Datei habe. Wenn ich jetzt hier einen Doppelklick hereinmachen würde, drauf machen würde, hätte ich genau diese Unterordner, die ich jetzt hier habe, also die ich mir hier ausgewählt habe, hätte ich dann hier gesichert mit all den Unterordnern und all den Dateien, die ich hier auf OneDrive schon einmal angelegt habe. Jetzt ein wesentlicher Punkt noch. Eine ZIP-Datei beinhaltet oder kann mehrere andere Dateien oder Ordner beinhalten. Das ist auch der Vorteil. Also ich müsste nicht die extra jede einzelne Datei herunterladen, sondern lädt mir all die markierten Ordner herunter mit allen den Unterordnern. Damit ich die jetzt aber genauso auf meinem Windows Explorer habe, wie ich sie haben möchte,
nämlich nicht alles in einer Datei gesammelt. Gehe jetzt hier auf rechte Maustaste, markiere es hier vorher, gehe auf alle extrahieren. Dann geht mir dieses Fenster hier auf und schlägt mir jetzt einen Ordner vor, in den er das extrahieren möchte. Das wäre hier eben ein OneDrive Backup 2010-25 und dann OneDrive und so weiter. Ich mache jetzt Folgendes: Ich lösche hier bis zu diesem Querstrich, Schrägstrich, sagt man besser, das hier weg und dann bewirkt das Folgendes: Er macht mir hier keinen eigenen Unterordner mehr, sondern er gibt alles direkt in dieses Verzeichnis hinein. Ich gehe jetzt hier auf Extrahieren, brauche je nachdem. Dann macht mir hier jetzt einen neuen Ordner auf. Du siehst, ich bin wieder herinnen und kann mir dann all diese Dateien hier dann, diese Ordner dann anschauen. Könnte zum Beispiel hier jetzt hineingehen und sehe dann hier diese Dateien und habe somit dann alles heruntergeladen. Nachdem ich das dann hier extrahiert habe, kann ich hier mit rechter Maustaste dann löschen. Ich brauche diese ZIP-Datei nicht mehr. Und je nachdem, welche Dateienordner ich sichern möchte, muss ich vorher hier eben dementsprechend mir das auswählen. Vielleicht ganz ein wichtiger Hinweis noch: OneDrive erlaubt es dir, nur eine bestimmte Anzahl von Ordnern gleichzeitig herunterzuladen. Das heißt, wenn ich hier jetzt alle Dateien zum Beispiel hier markieren würde und dann über eine bestimmte Anzahl kommen würde, ich weiß nicht, jenseits von 30, dann würde er irgendwann einmal hier herum herunterladen nicht mehr anzeigen. Dann empfiehlt er sich dementsprechend, all deine Dateien hintereinander praktisch zu sichern, indem du einfach dann mehrere ZIP-Dateien erzeugst und die dann herunterladen kannst. Siehst, jetzt könnte ich zum Beispiel nicht mehr herunterladen auswählen. Jetzt geht es wieder, jetzt habe ich eine bestimmte Anzahl von Dateien überschritten, so ungefähr 20 werden das sein. Ja, das waren eigentlich die wesentlichen Infos, wie du die Daten aus OneDrive herunterladen kannst, wie du sie entzippen kannst. Und wenn du sie dann natürlich heruntergeladen hast in der richtigen Datei, kannst du sie auch dann gut dann weiterverwenden und woanders dann oder später wieder heraufladen. Ja, danke für deine Aufmerksamkeit und wir sehen uns sicherlich wieder in einem nächsten Video.